Die Helden hatten gehofft, im Astralobservatorium Hilfe zu finden, um es den Uhrwerkschurken heimzahlen zu können. Aber die mechanischen Ritter hatten die letzten noch freien Zauberer des Reichs bereits aufgespürt. Voller Angst, sie könnten zu spät kommen, stürmten die Helden des Trine zur Sternwarte hinauf und zu ihren Feinden. Und damit hallo und herzlich willkommen bei der Epi Tötet den Zauberer Show. Den irgendwie Zauberer ist mein Show. Spiel hier gerade mega laut. Ich weiß nicht warum. Warte mal, ich muss mal. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob das jetzt generell leiser wird, aber jetzt ist es zumindest bei mir ein bisschen leiser. Ja, ich habe schon wieder alles vergessen. Das letzte Mal haben wir vor Weihnachten gespielt und wir haben jetzt gerade Februar. Stimmt, heute ist der erste. Heute ist der erste, ja. Mm. Oh, ich bin runtergefallen. Dein da oben. Ernst, jetzt. Mussten wir oben weitermachen? Ich dachte, ja, wo sonst? Wir kamen von unten. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich habe keine Ahnung. Dankeschön. Hast du keine Ahnung? Du musst mir helfen. Nee, ich muss erstmal wieder herausfinden, wie ich die Dinger mache. Ja. Kommst du da hoch? Nein. Ich kann das ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ja, ich sehe ja hier nichts. Ich sehe nur, was heißt nach hinten? Nach links oder was? Rein zu dir. Ja, da musst du. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wehe, du springst da jetzt nochmal runter. Du musst hier jetzt. Kriegst Wasser das Ding auf den Kopf? Hier mag jemand pflanzen. Ja. Würde ich, wenn ich noch wüsste, wie ich wechsle. Nein, nicht so. Oh, mal lass doch mal. Mach den weg. Ja, kann ich nicht. Oh. Aua, das Ding weg. Schmeiß den mal weg. Mann. Das tut mir weh. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich den nochmal wechsle. Warte mal. Nee, damit hole ich die. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ja, mach das doch mal. Ach, damit wechsle ich. Ah, ja. Ich weiß es wieder. Echt wie im wahren Leben, wenn sie arbeiten würde, dann muss man sie auch jeden Tag neu anlernen. Wir reden ja nicht von dir. Ja. Achso, warte mal, ich muss das Ding. Lalalala. Ja, du musst das hier drauf das machen. Teil. Oh. Aber wo? Nein, drauf? Du musst der Pflanze hier Energie geben. Ja, habe ich auch gedacht, aber das geht nicht, oder? Ne, wahrscheinlich musst du das. Ah, was passiert da? Doch hier ist was passiert. Uiuiui. 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 Muss ich da auch was machen? Nein, ich bin schon mal weg. Geht's hoch oder was? Nein, geht nicht hoch. Hier oben ist noch irgendwas Schönes. Ah, da geht's aber weiter. Moment. Was ist denn das noch? Okay, war auf der rechten Seite noch was? Nein. Sicher? Mm-mm. Ich hau dich. Mm-mm. Doch, tu ich. Ich hab da keinen Vertrag mit. Was kann ich denn damit machen? Das ist jetzt die Frage. Oh. Ja, wir könnten zum Beispiel Pfeile ablenken. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll? Müsste eventuell links einer auf dieses Blaue da drauf? Kann man nehmen. Guck mal, musst du das Blaue vielleicht treffen? Nö. Mit was zum Einfrieren oder irgendwas? Du hast ja jetzt Feuer gemacht. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Nee. Aber nee, kann das sein, dass du da was dran machen kannst an die? Du kannst was dran machen. Frier das mal ein. Das kann man nicht einfrieren. Ich kann es aber so loslassen. Hallo, du musst das in die Luft machen und darauf kannst du deine Dinger machen. Ach, da geht's weiter. Nein. So. Naja, viel weiter geht's da nicht. Ja, aber da war was drin, hallo? Weiter geht's da oben hier. Aber du lässt mich ja nicht da hoch. Oh. Ich sag doch, mach ich mal, weiß nicht mehr, dran. Was ich drücken muss. Kannst du noch mal diese rausholen da, die... Nee, runterholen, diese Ringe? Kann ich auch nicht drauf. Oh, ich glaube, da kann man was hinlegen. Das sind einfach Schweberinge. Wie, der kann was hinlegen? Ja, du kannst eine Treppe machen uns hier. Jetzt mach doch mal runter. So.
Aber was bringt uns das? Wir können auch so theoretisch da hoch. Ja, aber das ist. Aber wir müssen doch. Nee, wir müssen bestimmt. Müssen wir die Blume. Aber die Blume, die können wir doch nicht anvisieren da. Ich gehe schon mal weiter. Nein, du sollst das schieben. So. Ich bin ja nicht in der Lage, ne? Boah, ey, dieser Zauberer, der macht mich wahnsinnig. Müssen wir von da aus sind vielleicht irgendwas? Das ist schön hier oben. Das muss doch irgendwas mit dem Linken da zu tun haben. Ja, noch mehr Planeten. Warum hat einer eine andere Farbe als die anderen? Ist das eine präzise Darstellung des Weltraums? Nein, das... Ey! Naja, ihr zwei versteht keine richtigen akademischen Konzepte. Du hast es kaputt gemacht. Und da setze ich den dafür ein. Ja. So, und nun? Das solltest du ja machen. Kommt da jetzt ein Strahl raus oder so? Mhm. Warte mal, ist hier oben noch was? Nee. Ist nichts mehr, ne? Oh, scheiße. Ja, aber was bringen uns die Dinger? Das verstehe ich nicht. Ja, natürlich nicht. Verstehe ja irgendwie, glaube ich. Kann ich die mit dran? Lass die mal hier. Hier ist ein Schalter übrigens. Ach. Aber den müssen wir frei machen. Aua. Achso, den kann ich gar nicht benutzen. Hier ist ein Schalter. Kannst du was mit dem Ding machen, mit dem elektrischen? Nee, nee. Aber da kannst du was dranhängen. Ah, das ist dann... Oh, okay. Das ist, glaube ich, falsch gewesen. Oh, nee, doch nicht. Hab ich gar nicht. Nimm mir doch mal das Ding vom Kopf weg. Aua. Nee, das tritt noch auf dich. Oh oh. Das sieht mir aus wie so ein Boss. Ich gehe wieder weg. Ich gehe in die andere Richtung, versteck mich. Hallo, guten Tag. Lach nicht so doof. Oh! Sterbt ihr! Bin schon tot, danke! Aber was müssen wir machen? Ja, ist ja gut. Oder kann der Zauberer vielleicht irgendwas? Irgendwie weggeschossen werden, oder? Ich verstehe es gar nicht. Ich auch nicht. Aber warte mal, ist, wenn ich das Schild, kann ich das Schild benutzen? So. Also das meine ich. Ah, warte mal. Worauf soll ich jetzt warten? Nee, schon gut. Ich hab's ja. Drauf schießen. Ja, aber. Nee, wir mussten. Nee, ach, du musst das. Hebt mir da was hin da oben. Das hat doch diese Leitungen gemacht. Ach, ja. Mach da mal oben was hin. Versuche ich hier zu schützen. Ja, an den. Ja, genau. Ja, ja. Das leitet. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ja, Hallo. Ja, ich kann nichts machen. Scheiße. Ja, ich habe auf den Kopf ein paar Mal geschossen, aber irgendwie hat das. Aua! Dann ist er auf mich sauer, oder was? Hallo? Da oben ist jetzt was. Oh. Alter. Einen habe ich getroffen, aber der ist jetzt eingefroren.
Ja, ist die Frage, ist das zum Schießen oder muss der wieder da drauf schießen? Ich denke, er muss da wieder drauf schießen. Das Problem ist nur, dass du immer so weit links stehst. So weit rechts stehst. Nee, ich hab's gefunden, was ich mache. Och, nee. Natürlich kann ich nichts bauen, wenn er diese Scheiße hier macht. Oh, 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 oh. Ja, jetzt hat er dich getroffen. So geht das nicht. Was machst du denn da überhaupt? Ich versuche, da hochzukommen. Ja, ich komme doch selber hoch. Da muss aber auch da springen, wenn er da auf dich schießt. Darfst nicht stehen bleiben. Ja, aber ich verstehe nicht. Ja, der muss das genauso wie hier rechts auch machen. Muss dagegen schießen. Geh mal weg da. Lass mich mal die Bogenschützen machen. Oh ja! Er braucht ja auch gar nicht auf mich zu schießen, weil die blöde Kuh vorher schon kaputt ist. Was ist das für ein Scheiß? Ja, lass mich bloß nicht bewegen. Achso, ich kann ihn doch selber. Wieso geht der immer auf dich? Der soll auf mich gehen, Mann. Hallo. Hier oben bin ich. Nee, der kann nicht hier oben hin schießen, wenn er ständig nach unten guckt. Was wir machen können. Ja, F dich. Hallo. Ja, genau. Lass mich bloß nicht dahin. Ja, der ist irgendwie nur aggro auf mich. Ja, der ist eben nicht aggro auf mich. Das ist das Problem. Er kommt, er schießt nicht zu mir. Aber er muss zu mir schießen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier bin ich schon hier. Er schießt sich zu mir. Er konzentriert sich nur auf dich. Ja, jetzt. Dann ist er. Jetzt. Wieso springt die dann in dem Moment nicht mehr? Warum hast du da hinten die Kiste hingemacht, damit du da. Ja, ich habe gedacht, dass das vielleicht auch funktioniert. Ja, er hat aber jetzt einmal dagegen geschossen. Das hat nicht funktioniert. Mehr. Das kann ja auch nicht sein, dass wir beide hier. Warte mal, jetzt drehen sich die Räder oben, oder? Die rechten haben sich doch eben nicht gedreht, meine ich. Du kannst auch nicht mal 2 Sekunden irgendwo gucken, ne? Nee. Der ist auf jeden Fall nach ganz links. Ne, die Räder haben sich vorher auch gedreht, dann schon. Mach mal bitte zwei. Achso, hast du ja 2 Kisten. Oder musst du die vielleicht verbinden? Nee. Man kann es eigentlich nicht.
Hat er die eine Seite zerstört? Warte mal, links ist ein Messer. Links hängt ein Messer. Ja, das hab ich hier gemacht. Wenn man bedenkt, dass das die zweite von vier Phasen ist und man noch nicht mal weiß, was man machen muss. Weil wir können ja jetzt nicht beide sie sein. Nee. Aber ich denke mal, dass der Zauberer hier eine Rolle spielt. Irgendwie. Da war's. Jetzt mach oben das Ding hin. Toro, wieso macht er jetzt nicht? Mach hin. Muss er mit draufhauen. Ja gut, er hat einen wieder verloren. Ja, Ahnung, ich konnte nicht. Ich konnte nicht auf den Dings wechseln. Oh. Okay, was ist jetzt? Kannst du das mit Feuerfallen vielleicht wegmachen? Probier's. Aber ich bin erstmal kritisch. Aber nur ganz schwach, ne? Es bringt nichts. Ah, doch. Ich hab's angemacht. Kannst du da was reinmachen? Ja, ich werde hier. Da komme ich jetzt. Ja, er hat den nochmal verloren. Boah, jetzt hat der Arsch. Boah. Ja, warte mal, kann man die nehmen? Nein. Kann man nicht nehmen. Okay. Kannst du darauf schießen vielleicht, wenn das direkt vor dem ist? Oh, oh, aua. Jetzt weiß ich, warum die kommen. Ja, weil wir hoch sollen. Nee, echt? Aber wenn man da drunter springt, dann geht das nicht gut. Nein! Och, heftig, ey. Hier muss was machen! Nein! Jetzt mach! Hallo! Och komm! Wieso war ich jetzt die scheiß Kuh? Was ist denn da? Was kann ich ja, ich bin tot, ich kann nichts machen. Na toll, jetzt bin ich wieder da. Ich war plötzlich diese dämische Bogenschütze. Kannst du nicht, die war ich. Ich nee, bin die auf war dem ich, Ding. Das war ja das Problem. Aber es soll anscheinend keine Elektroschocks geben. Ich hab jetzt gedacht, ich könnte links was hinmachen, damit das Elektroschock kippt. Ja, was jetzt? Ich muss das hauen. Oh. Oh. Ja, der will dich hauen, ne? Aber hau den Zauberer, der ist immer böse. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Immer auf den, den Zauberer, der ist so böse. Oh. Aua, was hast du denn gemacht? Singer da, Dancer da. Keine Ahnung, was der da singt, aber. Achso. Meine Fresse, das war aber jetzt schwierig. Das ist neu.
Das ist magisch. Es scheint der Uhrwerkzauberin ihre Kräfte zu verleihen. Den Bienen sei Dank, dass ihr hier seid. Was? Ihr müsst Helga und Valerius retten, bevor diese Monster ihre Magie stehlen. Was? Sehen wir etwa so aus, als würden wir jeden retten? Wir müssen selbst kleine Zauberer befreien. Oh, Barbara, wir brauchen eure Hilfe. Meine Kinder wurden entführt. Habt ihr eine Ahnung, wo sie sein könnten? Freilich helfe ich euch, sobald ihr Helga und Valerius gerettet habt. Wir können nicht alle Zauberer retten, die nicht auf sich selbst aufpassen können. Amadeus, denkt an Helga und Valerius' Versteinerungsmagie. Stellt euch vor, die Uhrwerkritter würden die Kräfte der beiden gegen euch einsetzen. Oh, das klingt wirklich übel. Unsere Kräfte helfen uns auch nicht, wenn wir als Fräulein Sunnys Gartenzwerge enden. Dann abgemacht. Ihr folgt meinen Freunden zur Bastion der Hoffnung. Ich sage euch, was ich weiß. Barbara, eine Zauberin des einsamen Astralobservatoriums, erklärte den Helden, welcher Weg nun auf sie wartete. Die teesatzlesende Seherin schickte sie zur Bastion der Hoffnung, dem stolzen Sitz der rotgewandeten wahren Ritter des Königreichs. Der erste Abschnitt ihrer Reise führte unsere Helden durch einen Wald, der im Licht des Spätherbsts leuchtete. Ja, und ich würde sagen, da der Boss dann doch etwas schwieriger als erwartet war, beziehungsweise das herauszufinden. Ja. Genau. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ich glaube, ich werde es auch ein bisschen kleiner zusammenschneiden, damit das nicht ganz so lange dauert. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.